Hallo, und hier ist wieder euer MTS und heute mal wieder mit einem kleinen Vlog im Juni. Ich habe jetzt die Videos mit der Bodenbearbeitung gemacht und da würde ich auch gern noch das ein oder andere mal machen, aber ich denke mal, jetzt steht das mal im Vordergrund, dass ich die Videos zu meinem Hauptprojekt mache. Deswegen kommen zurzeit auch nicht so viele Videos, weil ich es einfach erstmal vordrehen muss sozusagen. Vor dem Moment, wo ich sie dann wirklich brauche. Aber man kann jetzt mal auf meinen Feldern schon mal sehen, es geht vorwärts. Unkraut haben wir sowieso nicht. Die Felder, die mir jetzt hier mit meinen zwei Höfen gehören, die sind auch alle gedüngt. Da, wo gepflügt werden müsste, da bleibt das Gras. Und kalken müsste ich auf diesem Feld. Aber da fahre ich gerade noch die Bünde ab. Aber dann wird es jetzt Zeit für die großflächige Bodenbearbeitung. Und da möchte ich mit etwas schlagkräftigerem ran als mit der Kreiseegge. Auch wenn dann der Unkrautdruck eigentlich höher wäre danach. Bin gespannt, wie sich dann das Gras beim Machen noch auf den Düngewert auswirkt. Denn durch das Abmähen wird ja bereits eine Düngestufe gegeben. Jo, und dann fahren wir erstmal die kleine Technik weg und holen mal was vom Hof. Was vom Shop besser gesagt. Womit ich dann mal ins Feld fahren möchte. Ja, ansonsten, wie gesagt, das geht vorwärts. Ich habe jetzt schon mal auf Version 1.0 erhöht. Das heißt im Prinzip ist der Mod soweit veröffentlichungsfähig. Aber ich werde natürlich noch ein bisschen nachtesten und schauen, dass er wirklich alles einwandfrei funktioniert. Nicht so schlimmer als dann irgendwelche Schusseligkeitsfehler direkt im Release drin. Vor allen Dingen beim Contest weiß ich ja nicht. Ich glaube, da kann man nicht nochmal schnell nachpatchen. Das wäre dann Pech gehabt, das wollen wir nicht. Also wird jetzt nochmal ausgiebig getestet, geackert und gemacht. So, ich glaube, die Geräte zum Saubermachen, die lasse ich einfach in der Waschanlage stehen. Und hoffe mal, dass meine Jungs das dann sauber machen. Vielleicht findet sich ein Dummer. Ja, so schön wie mir die Karte auch gefällt, aber da welche das mal zum Shop, das kann schon ganz schön nervig sein. Sound kann auch ganz schön nervig sein. Ja, aber die Aufregung darum, tja, ich sehe eben das Hauptproblem einfach darin, dass keine Gangschaltung implementiert ist. Am Anfang war ja die Rede davon, dass eine Gangschaltung da ist. Auch wenn das den Spieler nicht weiter betreffen würde, wegen dem Sound. Ja, nun ist keine Gangschaltung da und wir haben wieder die Staubsaugertechnik hier. Wenn ich ein bisschen aufs Gas trete, wird das Maximum abgerufen, selbst wenn ich eigentlich nur leicht vorwärts fahren möchte. Da habe ich auch so das Gefühl, das war in anderen Teilen besser. Also das Gasdosieren ist mir noch nie so schwer gefallen wie hier im 19er. Vor allen Dingen, da ich jetzt auch mit einem Gerät zu tun habe, was schneller fahren kann,
Also in niedrigen Geschwindigkeiten zu arbeiten ist echt ein Problem. Also da muss man fast auf den Tempomat setzen. Ich habe jetzt die Fahrhebeerweiterung dafür noch. Da gibt es nochmal so eine Unterschaltung für 20 km/h Bereiche. Bloß da muss ich auch wieder mit dem Fahrhebel fahren. Und ich fahre doch lieber mit dem Gaspedal. Aber das ist eben das Problem, wenn man was vereinfachen möchte. Es soll so einfach wie möglich sein, aber man kommt dann doch an seine Grenzen der Bedienbarkeit. So ein 17er ist mir vielleicht da nicht so aufgefallen, weil ich dann eben Drive Control, da hat man seine Maximalgeschwindigkeit definiert und so wie es ja hier eigentlich bei diesem CVX auch ist. Ja, wenn ich sage, das Ding ist nur auf 20 km/h eingestellt, dann fährt es eben nicht schneller, wenn ich aufs Gas trete. Und in so einem kleinen Bereich kann man dann auch besser dosieren mit dem Gaspedal. Also da merkt man dann an einigen Stellen einfach, dass ja, in der Realität ist es vielleicht etwas komplizierter zu bedienen, im ersten Moment, wo ich etwas einstelle. Aber dann während der Nutzung ist es wesentlich komfortabler als hier im Simulator, wo ich eben mit dieser einen Konfiguration für alles leben muss. So, da steht schon das gute Stück. Steht das, braucht 400 PS, ist 8 Meter breit, ein ordentlicher Grubber. Aber solange ich nur auf der Straße fahre, werden wir auch hier meine 200 PS reichen. Und auf dem Hof nimmt es dann mein Prototyp ab. Und der sollte es dann schaffen. Da ist nämlich jetzt noch kurz vor Toreschluss doch noch ein Modul fertig geworden, was mir sehr am Herzen lag. Es ist auch nicht optimal gelöst, weil es eben der Landwirtschaftssimulator nicht so kann, wie es die echte Maschine kann. Aber ich habe es doch irgendwie hingekriegt und dann will ich jetzt mal eine schöne Testfahrt machen, wie das wirkt, wenn die Maschine richtig ackert. Ansonsten gibt es jetzt, denke ich mal, nicht viel zu melden. Und dann werde ich auch an dieser Stelle mich verabschieden und wünsche weiter viel Spaß auf dem Feld, während ich noch ehrgeizig weiter balanciere und abstimme und Feintuning betreibe, damit ihr dann auch viel Spaß habt. Tschüss.